Throttlebox, ein High-Gain-Pedal. Wir haben hier eine Besonderheit, mehrere Besonderheiten. Wir haben die Möglichkeit, zwei Gain-Bereiche zu schalten. Das heißt, wir haben hier, das seht ihr in der Mitte, diesen Toggle-Switch, wo man zwischen Low- und High-Gain wählen kann. Das ganz Besondere an der Box, wenn ihr die Box aufschraubt, die Schrauben löst, wo das Batteriefach ist, dann ist auf der Platine noch zusätzlich ein Schalter, wo ihr den Bass Boost quasi deaktivieren könnt. Von Werk aus ist er auf On gestellt. Das könnt ihr sehen, wenn ihr das Gerät aufmacht oder auf mesaboogie.de oder mesaboogie.com. Dort gibt es das Bild, wo ihr das sehen könnt. Die LED leuchtet dann dementsprechend, je nachdem, ob Low oder High gewählt ist, zwischen Gelb und Rot. Und ja, dieses Pedal hat einfach eine richtige Wucht und ist quasi, man könnte es als Rectifier in einer Stompbox bezeichnen. Wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Mid-Cut-Poti die Mitten auszublenden. Das kennt ihr hier zum Beispiel auch in dem Mark V. Wir haben quasi hier diesen 5-Band-Grafik-EQ. Und ich spiele auch gerne für die härteren Gangarten dieses Shaped V. Nicht ganz so aggressiv, aber man kann dadurch den Sound sehr, sehr genial modellieren. Und dasselbe gilt eben auch für Metal Sounds. Wenn ich eben den Poti weiter nach rechts drehe, umso mehr kommt man in dieses Shaped V. Werde ich euch gleich zeigen. Ja, also wie gesagt, der Low-Gain-Bereich ist auch gut für Rock- und bluesige Sounds. Und die Mitten sind eigentlich die ganze Zeit eher schmal, permanent oder nasal, könnte man sie auch bezeichnen. Man kann einen schmutzigen Lead-Sound damit erzeugen und ja, trotz der hohen Gain-Reserven bleibt der Charakter der jeweiligen Gitarre eigentlich erhalten. Das ist auch eine der Besonderheiten des Pedals und natürlich ist das Pedal geräuscharm, trotz der hohen Verzerrereigenschaften. Okay. Ich habe die Low-Gain-Ebene gewählt, der Mid-Cut ist auf 0 und Gain ist ungefähr 10 Uhr, Ton ist 12 Uhr. Gain drehe ich auf, Full Power im Low-Modus. Den Mid-Cut drehe ich auf, Richtung Shaped V. 12 Uhr. Drehe ihn voll auf. Ich wähle jetzt die High-Gain-Ebene. Mid-Cut ist rausgedreht, Tone ist 12 Uhr. Jetzt habe ich den
Channel 2 von meinem Mark 5 gewählt, mit dem Mark 1 Mode. Voicing ist bei Mark 1 Normal und ich werde den Grid Slammer und oder Flux Drive hinzuschalten. Vielleicht sogar beide. Mal gucken, was dabei rauskommt. Den Grid Slammer. Okay, dann seht ihr, man kann mit verschiedenen Verstärkerkanälen und mit verschiedenen Kombinationen der Drive Pedals arbeiten und einen fantastischen Sound kreieren. So, nun wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.